das Glück, am Ende meiner Laufbahn mit ihm das Zimmer zu teilen. Also Walter Dix ist ja ein sehr ruhiger, verschlossener Mensch gewesen. An ihn ist man ja nicht so schnell rangekommen. Aber nachdem ich dann mit ihm mehrere Mal auf dem Zimmer geschlafen habe, hat er sich auch geöffnet. Und dann hat man die inneren Werte vom Dixi kennengelernt und schätzen gelernt. Und das waren für mich also die schönsten Momente. Ich bin jetzt 23 Jahre in München gewesen und wollte jetzt eigentlich diese Freundschaft wieder intensivieren. Das ist leider jetzt nicht mehr der Fall und das tut mir am meisten weh, ne, dass ich sein Lachen, seine Art zu sprechen nie mehr hören kann. Das ist sehr, sehr schlimm und das macht mich auch betroffen. Ich hatte immer sehr viel Respekt vor ihm, weil, wie gesagt, er hat dem Fußballer schon mal sehr viel geholfen und ich muss auch sagen, ich habe Jahre gebraucht, ehe ich mit Dix überhaupt mal ein Bier zusammen getrunken habe, obwohl ich schon jahrelang mit ihm in der Mannschaft gespielt habe Respekt vor der Leistung, die er gebracht hat. Er konnte die Jungs auch motivieren. Also das macht er so in Einzelgesprächen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke, sowas fehlt heute. Sowas wie Dixi auf dem Platz, speziell jetzt, wenn ich die heutige Generation von Dynamo Dresden sehe, sowas fehlt. Dixi war ein ruhiger, feiner Mensch. Manchmal viel zu ruhig. Das Gegenteil von mir auf dem Platz im Grunde. Ich habe mir vieles von ihm auch abgeguckt, menschlich gesehen. Und der Dixi wird unvergesslich bleiben. Hier sowieso. Ja, Dixi war ein überragender Fußballer. So gut war ich leider nie, weil das war ein Ästhet. Der hat den Fußball runterneuerte damals. Und ja, ich kann mich da überhaupt nicht mit dem vergleichen. Es war einfach eine Lichtgestalt. Dresden ist Elbflorenz und Dixi Dörner ist der Beckenbauer des Ostens. Ich finde das immer nicht so gut. Dixi Dörner ist Dixi Dörner. Es war ein einmaliger Fußballer, der uns schöne Augenblicke geschenkt hat. Er war sehr fleißig. Am Anfang war das so, ich habe ihn noch als A-Jugendspieler kennengelernt. Dort muss er sich ganz schön schinden in dieser Richtung. Also er hat alles gegeben und deswegen hat er das dann auch auf den Platz gebracht. Und wie gesagt, man kann ruhig sagen, zweiter Beckenbauer.